Hübsch hat sie sich gemacht. Im Blumenkleid und feinem Hut erreicht Jerilian Telly die Kirche in dem amerikanischen Städtchen Inkster, wo sie mit einem Geburtstagsständchen begrüßt wird. 115 ist die alte Lady geworden. Damit gilt sie als älteste Frau in den USA und als zweitälteste der Welt. Mother Telly, wie sie zu Hause in Michigan liebevoll genannt wird, wurde 1899 in Georgia geboren. In den 30ern zog sie mit ihrem Mann nach Michigan, wo sie in einer Wäscherei arbeitete. Seit 26 Jahren ist Telly Witwe und inzwischen vierfache Ur-Ur-Oma. Die Glückwünsche und Blumen während des Gottesdienstes genießt Mother Telly sichtlich, auch wenn sie das schon zum 115. Mal erleben durfte.